Der Fall der verschwundenen Schuhe, Teil 1. Zaubereiministerium, Büro der Ministerin. Wie macht Draco sich denn so? Fragte die Ministerin scheinbar interessiert. Harry Potter warf ihr einen argwöhnischen Blick zu. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sie nicht wusste, wie es lief. Ist das eine rhetorische Frage? Wollte er wissen und musterte seine Vorgesetzte. Sie war heute Abend mit Ron verabredet. Das feuerrote, leicht glänzende Cocktailkleid mit dem rechteckigen Ausschnitt stand ihr ausgezeichnet. Ihre Haare hatte sie im Nacken zu einem perfekten Knoten zurückgebunden. Der feuerrote Lippenstift harmonierte mit ihrem Kleid. Sie war ohne Frage eine schöne Frau. Ein Glück für Ron, dass sie es so selten herauskehrte. »Harry Potter, ich habe dich etwas gefragt.« Er seufzte leidvoll. Leider war sie noch viel klüger, als sie schön war, und äußerst hartnäckig. »Es läuft gut, alles wunderbar«, brummte er störrisch, verschränkte die Arme vor der Brust und versuchte, möglichst überzeugend reinzuschauen. Er log ja auch nicht. Vielleicht übertrieb er etwas. Na ja, vielleicht übertrieb er auch maßlos, aber es lief. Irgendwie. »Ach, wunderbar!« »Aha.« »Und Draco hat inzwischen auch schon die Aurorenarbeit in vollem Umfang kennengelernt?« fragte sie zuckersüß. Daraufhin warf er ihr einen finsteren Blick zu, dass sie den Finger auch immer in die Wunde legen musste. Konnte sie nicht damit zufrieden sein, dass er Draco immer noch in seiner Abteilung arbeiten ließ und er sogar ein wenig nützlich war? Er schob sein Kinn vor und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Obwohl sie hinter ihrem Schreibtisch saß und er stand, hatte er in solchen Situationen immer das Gefühl, nicht groß genug zu sein. »Ja, was das betrifft, wir tasten uns langsam in die Richtung vor. So etwas braucht Zeit, das geht nicht.« Die Ministerin schnitt ihm das Wort ab. »War er denn schon ein einziges Mal im Außendienst?« Plötzlich juckte Harrys Kragen. Es kostete ihn einiges an Willenskraft, sich nicht zu kratzen. Er räusperte sich. »Wenn du mich so fragst, bisher gab es noch nicht die Gelegenheit, ihn mit nach draußen zu nehmen. Er lernt aber fleißig.« Erneut unterbrach sie ihn. »4 Wochen, Harry. Du willst mir doch nicht ernsthaft weismachen, dass es in 4 Wochen nicht die Möglichkeit gegeben hat, ihn mitzunehmen.« Wieder warf Harry ihr einen finsteren Blick zu. Manchmal glaubte er, sie würde Ron heimlich Informationen über seine Arbeit entlocken. Privat hatten sie ja die Vereinbarung, kein Wort über die Arbeit zu verlieren, aber natürlich redete sich Harry seinen Frust bei Ron von der Seele. »Was willst du?« fragte er jetzt. Ihm verging langsam die Lust an ihren Spielchen. Sie lächelte. »Gut, dass du fragst. Du wirst morgen mit ihm in den Außendienst gehen, und zwar mindestens 2-mal die Woche in den nächsten 3 Monaten.« Er riss entsetzt die Augen auf. »Was? Du spinnst wohl. Wieso sollte ich das tun? Willst du mich umbringen? Willst du ihn vielleicht umbringen? Er ist nicht gemacht dafür, Hermine. Hast du dir den Mann mal angesehen? Er hat überhaupt keine Erfahrung mehr in defensiver Kampfmagie, geschweige denn in der aktiven.« Hermine Granger Weasley stand langsam von ihrem Stuhl auf. Ihre Augen funkelten zornig. Harry machte einen Schritt rückwärts. Nicht, dass er Angst vor ihr hätte, aber Vorsicht war immer besser als Nachsicht. »Der Mann hat seine Fehler von früher mehr als gut gemacht, und er wird von vielen Menschen immer noch schief angesehen, Harry. Vor allem hier im Ministerium, obwohl fast jeder von uns von seiner Arbeit weiß. Das ist ungerecht.« Sie sprach ruhig, aber ihre Stimme bebte ein wenig. Dann holte sie tief Luft. »Und du weißt genau, wir können ihn auch nicht gehen lassen. Denn auch wenn der Krieg schon 26 Jahre her ist, gibt es unzählige Todesser oder ihre Familien, die sich liebend gerne an ihm rächen wollen, weil er sie hinter Gitter gebracht hat. Er ist also hier gefangen, für immer. Sag mir, Harry, ist das gerecht?« Harry schluckte. Er versuchte meistens nicht so genau darüber nachzudenken.
Malfoy hatte sich noch nie darüber beschwert, die ganzen Jahre nicht. Was eigentlich schon genug sagte, weil der Mann sich am laufenden Band über alles und jeden beschwerte. Wenn er also schwieg, bedeutete dies. Er seufzte leise. Hermine hatte ihn genau beobachtet und nickte nun. Genau, aber es gibt eine Lösung. Um genau zu sein, du bist die Lösung. Was? Fragte Harry, dem es ganz flau im Magen wurde. Was willst du damit sagen? Sie seufzte tief. Stell dich nicht dümmer, als du bist. Du, Harry Potter, hast die Macht, alles für ihn zu ändern. Geh mit ihm nach draußen, klärt einfache Fälle bei normalen Hexen und Zauberern auf, zeig ihnen, wie gut sich Harry Potter und Draco Malfoy verstehen. Zeig deinen Kollegen, wie sehr du Draco schätzt. Sie sah ihm fest in die Augen. Verändere die Welt für Draco Malfoy. Ungläubig machte Harry ein paar Schritte rückwärts und ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen. Das ist nicht dein Ernst, krächzte er. Sie sah ihn nur schweigend an. Hermine, ich, stammelte er. Wie stellst du dir das vor? Ich kann nicht zaubern, nicht das. Schweigend sahen sie sich in die Augen. Harry konnte es einfach nicht glauben. Er war nicht so mächtig, nicht nach so vielen Jahren nach dem Krieg. Sicher, damals hatte er Malfoy samt Familie aus dem Gröbsten heraushalten können, aber heute? Bitte, Harry, bat seine Freundin leise. Er schloss die Augen und nickte. Wenn sie ihn so bat, konnte er ihr den Wunsch nicht abschlagen. Ich tue, was ich kann. Seine Kräfte schienen ihn verlassen zu haben. Er schlich regelrecht aus dem Ministerium. Auf was hatte er sich da eingelassen? Wenn er doch mindestens mit Ron reden könnte. Doch der hatte ja demnächst ein Date mit Hermine. Gedankenverloren ging er die dunkle Straße entlang. Es war 8 Uhr abends. Zu früh, um schon schlafen zu gehen. Außerdem musste er die ganze Sache loswerden. Wenn er nicht darüber redete, würde er in der Nacht kein Auge zutun. Eine Stunde später im tropfenden Kessel. Luna, danke für das Treffen, sagte Harry erleichtert, als er sie entdeckte. Gerne, Harry. Sie strahlte ihn aus ihren großen silberfarbenen Augen an. Auch wenn mein Mann eifersüchtig ist, er glaubt, du willst mich ihm wegschnappen. Sie lachte leise, gab Tom dann ein Zeichen und der Wirt eilte kurz darauf mit ein paar Gläsern Butterbier herbei. Ich könnte eigentlich was Stärkeres vertragen, brummte Harry, zog aber trotzdem ein Glas zu sich. Warum macht er sich Gedanken? Wollte er dann wissen. Ich bin verheiratet. Luna betrachtete ihn einen Moment, als wäre er verrückt geworden, und sagte schließlich: Weil Ginny und du euch so selten seht und euer letztes Mal ewig her ist? Harry verschluckte sich an seinem Butterbier. Hustend und nach Luft ringend versuchte er etwas zu sagen. Erst als Luna einen Zauberspruch sprach, kam er wieder zu Atem. keuchte er. Gleich darauf fiel ihm allerdings wieder ein, weshalb er sich vorhin verschluckt hatte. Woher weiß er von unserem letzten Mal? Woher weißt du das eigentlich? Fragte er entsetzt. Wieder betrachtete Luna ihn mit einem seltsamen Blick. Von Ginny natürlich. Wir sind Freunde, schon vergessen? Jetzt musterte sie ihn wie ein seltenes Tier. Geht es dir gut, Harry? Nein, verdammt noch mal, es geht mir nicht gut. Du und dein Mann wissen offensichtlich über mein Sexualleben besser Bescheid als ich selbst. Und ich soll die Welt für Draco Malfoy ändern. Die Welt, das ist zu viel. Er lehnte sich erschöpft auf der Bank zurück. Och, das schaffst du bestimmt, meinte Luna beiläufig und winkte ab. So langsam kam in Harry der Verdacht hoch, er hätte sich die falsche Person für dieses Gespräch ausgesucht. Ja, na klar, erwiderte er matt. Ist ne Kleinigkeit. Siehst du? Lächelte Luna und gab ihm einen Klaps auf den Arm. Das ist die richtige Einstellung.
Sein Wecker riss ihn unbarmherzig aus dem Schlaf, woraufhin Harry sein Kissen nach ihm warf. Ein lautes Splittern ertönte, das Harry prompt hochfahren ließ. »Bei Merlins gestrickten Socken«, schimpfte er vor sich hin und hob den Zauberstab, um den Bilderrahmen zu reparieren, der auf den Boden gefallen war. »Adieu, Bilderrahmen«, murmelte er gleich darauf. Geschickt fing er ihn auf und betrachtete das Foto. Es war eines der alten Bilder seiner Familie, die er so liebte. Ginny und er standen ganz hinten, beide strahlten in die Kamera. James und Albus standen direkt vor ihnen, wobei Albus nach unten sah und der kleinen Lilly auf dem Boden lustige Grimassen schnitt, welche diese mit einem Lachanfall quittierte. Liebevoll strich er über das Glas. Damals war die Welt noch in Ordnung gewesen. Als der Wecker wieder losschrillte, sprang er aus dem Bett. »Guten Morgen, Chef«, flötete sein Assistent fröhlich. Er trug heute eine flauenfarbene Robe und strich sich sein volles dunkles Haar zurück. »Was kann ich heute für dich tun?«, wollte er wissen, fuhr jedoch fort, bevor Harry antworten konnte. »Du siehst heute ganz zerknittert aus. Soll ich dir vielleicht eine Verjüngungskur fürs Gesicht verpassen? Ich kenne da einen tollen Spruch.« Unternehmenslustig krempelte er sich die Ärmel hoch. »Oh nein, danke nein, absolut nicht«, winkte Harry hastig ab. Enttäuscht rollte der junge Mann die Ärmel wieder hinunter. »Bist du sicher?«, fragte er aber noch einmal nach. Harry schmunzelte. »Ganz sicher, ja, danke.« »Na gut«, murmelte Vlad und ließ den Kopf hängen. Eine Sekunde später schnellte sein Kopf wieder empor und seine Augen funkelten. »Ich soll dir ausrichten, Draco möchte dich sprechen.« Harrys Augenbrauen hoben sich. »Draco, aha, interessant.« Er warf seinem Assistenten einen scharfen Blick zu. »So heißt er, ja«, sagte Vlad unschuldig, obwohl er mit Sicherheit wusste, weshalb Harry die Anrede wurmte. Als er 10 Minuten später ins Großraumbüro stürmte, hatte er Zeit gehabt, sich noch etwas mehr aufzuregen. »Guten Morgen«, sagte er laut in die Runde. Seine Augen hefteten sich allerdings an den schweigsamen Mann in einer Ecke des Büros. Kaum hatte dieser Harrys Stimme vernommen, setzte er sich aufrecht hin. Dabei fiel sein langer Pferdeschwanz ihm glatt über den Rücken, und Harry bemerkte einen neuen goldenen Ohrring, der im Schein des Sonnenlichts funkelte. Seltsam abgelenkt, trat er von hinten an Malfoy heran, sein Blick verweilte am Schmuckstück. »Du wolltest mich sprechen?« Der Blonde drehte sich um. »Guten Morgen, Chef«, sagte er gelassen. »Mal wieder zu spät?« »Wie bitte?« fragte Harry irritiert und löste sich von dem Anblick. »Was soll das heißen?« Malfoy zuckte die Achseln. »Da du unpünktlich warst und ich keine Lust hatte zu warten, habe ich mir selbst neue Akten besorgt.« Er glaubte, sich verhört zu haben. »Wie bitte?« Seine Hände ballten sich zu Fäusten. »Von wegen, zeig allen, wie gut ihr euch versteht. Hermine konnte froh sein, wenn er ihn nicht grün und blau schlug.« »Wie kannst du es wagen?« zischte er. »Raus, geh sofort!« Der andere riss die Augen auf, sprang dann vom Stuhl und hetzte aus dem Raum. Stille machte sich im Büro breit. Harry stand wie vom Donner getroffen da. Malfoy war in seinem Büro gewesen, an seinen Akten. Niemand durfte an seine Akten. Niemand. Alle Fälle gingen immer über Harrys Tisch. Er teilte seinen Leuten die Fälle zu und er allein entschied, ob, wer und wie die Fälle bearbeitet wurden. Als Leiter der Abteilung kam es durchaus vor, dass er an sehr brisanten Fällen völlig allein arbeitete. Bisher hatte es auch noch nie jemand gewagt, sich an seinen Sachen zu vergreifen. »Wie hat er eigentlich das Sicherheitssystem ausgeschaltet?«, fragte er sich. »Alles okay, Harry?«, fragte ihn Seamus. »Gibt es ein Problem mit Malfoy?« Die Worte brachten Harry wieder auf den Teppich. Albus sagte ihm in letzter Zeit öfters, er würde überreagieren, und er hatte leider recht. Er war launisch. Mehr als sonst. Also atmete er tief ein und nickte. »Ja, alles okay. Ich bin mit Malfoy außer Haus. Er soll in den Außendienst«, versuchte er, dessen schnellen Abgang zu erklären. Seine Hände tasteten nach dem Umhang des anderen, und dann eilte er hinaus.
An seinem Büro hielt er kurz, ließ den eigenen Umhang herbeischweben und beeilte sich, Malfoy wiederzufinden. Wie er gehofft hatte, fand er ihn auf einer Bank nahe des Ministeriums. Als er sich ihm näherte, stieg die Wut erneut in ihm auf. Was hatte Malfoy sich nur dabei gedacht? Es ging hier schließlich nicht einfach um Pedanterie oder Harrys Ego, sondern um Sicherheitsprotokolle. Was der andere eigentlich wusste, arbeitete er doch schon fast genauso lange im Ministerium wie Harry selbst. Dann sah er Malfoys blasses Gesicht und Mitleid stieg in ihm auf. Denn egal, wie sehr er sich ärgerte und wie groß der Verstoß war, eins wusste er genau. Malfoy hatte es nicht in böser Absicht getan. »Hey«, sagte er leise, »rutsch mal.« Der andere sah nicht auf, sein Arm zitterte ein wenig, aber er rutschte beiseite. »Danke«, entgegnete Harry und setzte sich neben ihn. »Ich wollte doch nur effizienter arbeiten«, murmelte Malfoy. »Aha«, meinte Harry ruhig. Er legte dem anderen seinen Umhang auf den Schoß. Der schien ihn allerdings nicht zu bemerken. »Warum hast du nicht einfach auf mich gewartet?« wollte Harry dann wissen. »Ich kam lediglich 10 Minuten nach dir.« Jetzt sah Draco auf. »Ich kann nicht einfach dasitzen und warten«, sagte er leise. »Es«, schnell sah er wieder weg in die Ferne. »Es macht mich verrückt, wenn ich nichts zu tun habe. Also habe ich angefangen, den Schreibtisch eines Kollegen aufzuräumen. Und da«, wieder ein schneller Blick hinüber zu Harry. Eine Ahnung stieg in Harry auf. Er verengte die Augen. »Und was da? Was ist passiert?« Der andere atmete tief ein und setzte sich aufrecht dahin. Sein Gesicht verlor die Blässe. Seine Augen, die vorhin so trostlos ausgesehen hatten, blickten entschlossen. »Nichts, ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt muss ich die Konsequenzen tragen.« »Aha«, stirnrunzelnd musterte Harry ihn. Doch er kannte den anderen zu gut. Er konnte unglaublich stur sein. So schnell würde er ihn nicht weichkochen. »Gehen wir«, sagte er jäh und stand auf. Wieder verlor Malfoys Gesicht etwas Farbe, aber er nickte. Als Harry sich allerdings vom Ministerium abwandte, sah er überrascht aus. »Wo gehen wir hin?« »Wir klären den Fall der verschwundenen Schuhe auf«, sagte Harry, bemüht nicht zu lachen. »Hermine hatte einfache Fälle bei normalen Zaubererfamilien gewollt. Nun sollte sie haben.« Malfoy musterte ihn argwöhnisch. »Wie bitte? Ist das ein schlechter Scherz? Und überhaupt, wolltest du mich nicht entlassen?« »Was? Wie kommst du darauf?« fragte Harry verwundert. Der Gedanke war ihm nicht mal gekommen. Er hatte sich in den letzten Wochen an Malfoys ständige Anwesenheit gewöhnt und er musste zugeben, dass dieser sehr gute Arbeit leistete, auch wenn er ihm oft auf die Nerven ging. »Nein, aber keine Sorge, eine Strafe bekommst du auf jeden Fall.« Seltsamerweise schien die Antwort sein Gegenüber zu erleichtern. Ob er etwa gerne in Harrys Abteilung arbeitete? Eigentlich konnte er sich das nicht vorstellen, so oft wie dieser sich über irgendwas beschwerte. Abgesehen von den anderen Auroren, die nicht gerade Freundschaft mit ihm geschlossen hatten. »Pass auf«, sagte er und wandte sich dem Fall zu. »Seit einem halben Jahr verschwinden bei einigen Zaubererfamilien Schuhe in Größe 38. Das wäre normalerweise kein Fall für das Ministerium und schon gar kein Fall für uns. Aber leider hüpfen die Schuhe bei passender Gelegenheit vom Fuß oder Regal zur Tür hinaus. Dabei sind sie so schnell, dass man ihnen schwer folgen kann. Die Besitzer haben es manchmal geschafft, die Schuhe wieder einzufangen, doch bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit hauen sie wieder ab. Du kannst dir vorstellen, dass die Leute sauer werden, wenn sie ihre Schuhe nicht anziehen, sondern einsperren müssen, weil sie sich sonst aus dem Staub machen.« Ein leises Lachen ertönte, und irgendwann brach Malfoy in lautes Gelächter aus. Widerwillen musste auch Harry schmunzeln, wurde jedoch schnell wieder ernst. »Ja, es hört sich lustig an, aber es gibt ein paar Leute, die keine Schuhe mehr tragen können, weil ihnen jedes einzelne Paar davonhüpft.« Malfoy lachte erneut auf, bemühte sich aber gleich um Contenance. »Und warum ist dieser Fall bei den Auroren gelandet?« fragte er.
Ich kann ja verstehen, wenn sich die Abteilung zum Missbrauch von Magie einschaltet. Die Schuhe wurden bestimmt unterwegs gesehen, aber man muss ihnen doch folgen können, mit einem Besen oder sowas in der Art. Das haben die Kollegen auch gemacht. Gib mir deinen Arm, forderte Harry ihn plötzlich auf. Warum? Malfoy trat einen Schritt zurück. Jetzt stell dich nicht so an und gib mir deinen Arm. Ärgerlich griff Harry nach Malfoys Ellenbogen. Ich will dir etwas zeigen. Auch wenn Harry das Apparieren immer noch nicht besonders mochte, hatte er sich mit den Jahren etwas daran gewöhnt. Kurze Zeit später tauchten sie in der Nähe eines kleinen Dörfchens auf. Hier endet die Spur, sagte Harry und deutete auf das Dorf. Malfoy runzelte die Stirn. Wie das? Gute Frage, murmelte Harry. Wenn die Schuhe an der Grenze zum Dorf ankommen, verschwinden sie. Deshalb geht die Abteilung für Missbrauch von Magie auch davon aus, dass jemand in diesem Dorf für ihr Verschwinden verantwortlich ist. Leider können wir weder klar definieren, um welchen Zauber es sich dabei handelt, noch wer der Verursacher ist. Eine Augenbraue des Blonden hob sich. Kennst du die Gegend? Wollte Harry wissen. Nein, muss man sie denn kennen? Du bist vielleicht noch nicht hier gewesen, aber den Namen kennst du bestimmt. Half-Human Village. Halbmenschendorf. Oh! Malfoys Augen wurden groß. Er schluckte. Das ist es? Du willst doch nicht ausgerechnet dort hinein. Wir müssen, sagte Harry entschieden. Genau aus diesem Grund wurde uns der Fall übertragen. Der Mann neben ihm atmete leise aus, griff nach seinem Zauberstab und nickte schließlich gefasst. Na gut, wenn es sein muss, du bist der Boss. Die letzten Worte kamen etwas resigniert. Steck den Zauberstab lieber gleich weg, sagte Harry betont gelassen und griff erneut nach seinem Arm. Wenn wir feindselig erscheinen, erfahren wir gar nichts. Also sind wir höflich, freundlich und entspannt. Entspannt? Stöhnte der blonde Mann. Wie soll ich mich entspannen, wenn Harry Potter meinen Arm umklammert und mich in ein Dorf voller Werwölfe, Vampire, Geister und was weiß ich noch alles hineinzerrt? Ich umklammere deinen Arm nicht, sondern habe mich lediglich bei dir untergehakt, wie es Freunde manchmal tun, und ich werde dich auch nicht zerren. Er zog Malfoy Richtung Dorf. Freunde? Er spürte die grauen Augen auf sich ruhen. Seit wann sind wir Freunde? Harry zuckte die Schultern. Was weiß ich, irgendwann in den letzten 20 Jahren sind wir wohl etwas in der Art geworden. Der Arm, welchen er festhielt, entspannte sich ein wenig. Du hast eine komische Art, mit Freunden umzugehen, beschwerte Malfoy sich. Ich kann an meinen Fingern abzählen, wie oft du mich zu dir nach Hause eingeladen hast oder wir mal etwas alleine unternommen hätten, fuhr er dann ruhig fort. Verwundert stellte Harry fest, dass auch ein Hauch von Verbitterung in seiner Stimme mitklang. Er sah zu ihm hinüber. Ich hatte immer den Eindruck, du willst den Kontakt nicht, deshalb habe ich. Er unterbrach sich, weil ihm plötzlich klar wurde, weshalb er auch noch heutzutage gegen den anderen stichelte und sich ärgerte. Ich war vielleicht ein bisschen gekränkt, weil du auch nach dem Krieg so herablassend und auf Abstand bedacht warst, gab er zu. Malfoy schwieg eine Weile, brummte vor sich hin, stieß dann ein Ach aus und entzog ihm ruckartig seinen Arm. Ist doch egal, das lässt sich nicht mehr ändern. Mit schnellen Schritten eilte er voraus. Harry seufzte enttäuscht und beeilte sich, ihn wieder einzuholen. Diese Aktion war typisch Malfoy gewesen. Da hatte er ihm etwas von seinen Gefühlen erzählt und der Idiot stieg nicht darauf ein. Stattdessen entzog er sich der Situation. Fast hätte er jetzt etwas Gemeines über dessen Ehe gesagt, aber es war nicht der passende Augenblick. Jeden Moment würden sie das Dorf betreten und dort mussten sie Ruhe bewahren, denn egal wie sehr ihn der andere nervte, seine Gesundheit würde er nicht aufs Spiel setzen. Sie betraten die Dorfgrenze. Nach dem Hörensagen war das Dorf mit den verschiedensten magischen Sprüchen geschützt. Harry meinte, die Magie regelrecht in der Luft zu spüren. Draco, bitte, sagte er leise, geh langsam, wir müssen hier eine Einheit sein. Ein Schnauben war die Antwort, doch gleich darauf wurden die Schritte langsamer.
Harry schritt nun neben ihm her, aber sie kamen nicht mehr weit. Aus dem Nichts tauchte ein großer, sehr dünner und äußerst blasser Mann vor ihnen auf. »Stopp«, flüsterte der Mann, und obwohl er leise sprach, durchdrang seine Stimme das kleine Dorf. Von hier und da huschten, rannten und tauchten Zauberwesen auf. Malfoys Arm spannte sich merklich an. Harry hielt ihn eisern fest und machte einen kleinen Schritt vorwärts, schob sich ein wenig vor ihn. »Guten Tag«, es wunderte ihn selbst, wie gelassen seine Stimme klang. »Mein Name ist Harry Potter«, raunte es um ihn herum. Er war wohl auch jetzt noch bekannter, als ihm lieb war, wobei in diesem Augenblick könnte es ihm vom Nutzen sein. »Ja, genau, ich bin der Pate von Teddy Lupin, und der Mann neben mir ist ein entfernter Verwandter von ihm, Draco Malfoy.« »Malfoy«, zischte da der äußerst blasse Mann vor ihm. »Ich habe von Ihnen gehört. Falsche Schlangen, Lügner, Betrüger. Jawohl.« Eine junge Frau, ebenso blass und dünn wie der Mann, eilte herbei. »Vater«, rief sie aus und griff nach dem Arm des Mannes. »Hör auf, unsere Gäste zu beleidigen.« »Entschuldigung, Harry Potter«, wandte sie sich an Harry. »Mein Vater hat noch im Krieg gekämpft und lebt mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart.« »Das macht doch nichts«, beeilte sich Harry, ihr höflich zu versichern. »Wir haben alle so unsere Momente, nicht wahr, Draco?« Der Blonde schien sich nicht angesprochen zu fühlen. Möglicherweise lag es daran, dass Harry ihn nie in Anwesenheit von anderen Personen beim Vornamen nannte. »Draco«, sagte er erneut und trat ihm leicht auf den Fuß. »Au«, brummte der nun, machte einen Schritt nach vorne neben Harry und lächelte hölzern. »Ich bin Beleidigungen gewohnt, machen Sie sich nur keine Gedanken deswegen.« Harry brummte leise. Früher hatte Malfoy Manieren gehabt. Wo hatte er sie gelassen? Ob es am Tod seiner Frau lag? Andererseits waren die beiden früher kaum ausgegangen, also lag es wohl eher am fehlenden Umgang. Die junge Frau sah ein wenig unsicher drein, sagte dann aber, »Möchten Sie vielleicht in mein Gasthaus kommen? Sie können uns dort erzählen, was Sie zu uns führt.« »Ja, gerne«, entgegnete Harry betont fröhlich und zog den sich sträubenden Malfoy mit sich. »Sie haben ein wundervolles Dorf«, plauderte er unterwegs, gut gelaunt mit der Frau. Ihre Wangen verdunkelten sich etwas. Harry erkannte es als Verlegenheit. »Vielen Dank«, sagte sie scheu und senkte den Blick. Malfoy stieß ihm den Ellenbogen in die Seite. »Flirte nicht mit ihr«, zischte er ihm ins Ohr, »nicht, dass sie dich hier behalten will.« Daraufhin warf Harry ihm einen bösen Blick zu. »Ich flirte nicht, das war nur eine höfliche Unterhaltung.« »Ach ja«, die Augenbraue des ehemaligen Slytherin kletterte in die Höhe. »Sie sieht das aber anders, da bin ich sicher.« Genervt schüttelte Harry den Kopf. Der Mann hatte doch keine Ahnung. Wie sich kurz darauf herausstellte, hatte er es doch. Als sie ihm im Gasthaus ein Gericht nach dem anderen brachte, ohne dass er etwas bestellt hatte, verschiedene Sorten Wein auftischte und immer wieder feurige Blicke zuwarf, wurde es auch ihm klar. Zu dumm, dass er seinen Ring nicht mehr trug. Schon vor Jahren ließ er ihn lieber zu Hause liegen, wo er nicht verloren gehen konnte. »Also«, setzte er an, »weshalb Draco und ich hergekommen sind.« »Ja«, sagte sie mit großen Augen und setzte sich ihm gegenüber auf einen Stuhl. Ihre Augen musterten ihn hungrig, und hatte Harry vorhin noch Zweifel gehabt, wusste er jetzt mit Sicherheit um ihr Wesen. Ihre Augen blitzten immer wieder rot auf, und ihre Zunge fuhr manchmal blitzschnell über die spitzen Eckzähne. Ende Teil 1.